was hier in Brüssel fabriziert wird, kommt runter in unsere Parlamente und müssen dort umgesetzt werden. Ich bin heute bei der Herfahrt wieder überrascht worden von einem Anruf meines Verwalters in meiner Ferienwohnung. Und nachdem müssten jetzt alle 72 Stunden die Wasserhähne in der Wohnung aufgedreht werden und gegebenenfalls dokumentiert, dass die aufgedreht werden. Grund ist, damit sich hier keine Ablagerung und Salmonellen bilden können. Das heißt, wie ich das machen soll, weiß ich auch nicht. Alle 72 Stunden mal hinfahren, Wasserhahn auf. Das ist eine verrückte Welt, meine Damen und Herren, und eine Welt, die immer schneller aus den Fugen gerät. Es gab zwar schon in der Vergangenheit große Umwerfungen und Verwerfungen in unserer Gesellschaft, aber heutzutage reagiert man vollkommen planlos, hysterisch, emotional und hypermoralisch auf diese Effekte. Die Vernunft und das Rationale stehen vollkommen außen vor und wir erheben ein gehyptes, autistisches Mädchen zu einer Säulenheiligen, ja sogar zu einer Prophetin. Wenn ich an den Berliner Bischof Koch denke, der erinnert sich nämlich daran, dass die Freitagsdemos ein wenig an den Einzug Jesus in Jerusalem ihn erinnern. Ja, das sind die Vertreter der neuen Klimareligion. Und er meinte auch, dass unsere Gesellschaft und unsere Kirche von Zeit zu Zeit echte Propheten braucht. Damit meinte er dieses autistische Mädchen. Also unsere Kirchenfürsten brauchen das offensichtlich nach all den Knaben. Ich brauche sie nicht. Wir, die Bevölkerung, wir sind bereit, zwischenzeitlich 50.000 Euro für Bußgeld zu zahlen für eine getötete Wespe und lassen auf der anderen Seite Vergewaltiger, Totschläger und wie die Leute heute in Amberg wieder frei. Menschen, die andere Meinungen vertreten, die werden niedergeschrien, beschimpft und physisch attackiert. Und für das vermeintlich Gute ist alles erlaubt. Mir hat man gegenüber schon mehrfach gesagt, es ist gut, wenn man gegen euch Gewalt anwendet, dann lernt ihr es. So ist eine Sachdiskussion nicht mehr möglich.